Liebe Freunde, ganz herzlich begrüße ich euch heute und ich habe euch etwas Tolles mitgebracht und zwar ein Überraschungsei. Vielleicht kennst du es noch, ein Überraschungsei. Es ist eine kleine Überraschung da drin. Und im Laden haben wir früher immer geschüttelt und wo ist die beste, die schönste Überraschung und was wird es sein? Wie sieht es aus? Und man freut sich darauf. Und genauso sollen wir uns doch auch freuen, dass auch Gott Überraschungen für uns hat. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit am heutigen Tag, aber hat etwas für dich vorbereitet. Und diese Überraschung zu entdecken und auch sich darüber zu freuen. Öffne dein Herz für das, was Gott heute für dich vorbereitet hat. Eine wunderbare Überraschung. Und ich denke da an ein Erlebnis aus der Heiligen Schrift, wo ein Mann gearbeitet hat, er hat seinen Acker gepflügt und bei der Arbeit entdeckt er einen großen Schatz. Und er ist bereit, alles für diesen Schatz zu geben. Er verkauft sein Hab und Gut, um diesen einen Acker zu kaufen und diesen Schatz zu haben. Und dieser Schatz ist Christus. Es ist ein wunderbares Bild. Und genauso möchte Gott sich dir schenken, dich überraschen, da sein, dass du ihn erkennst, dass du ihn begegnest. Auch jetzt in dieser Zeit, wo wir die vielen Begegnungen des Auferstandenen in der Heiligen Schrift nochmal ganz neu lesen, wie die Jünger immer wieder überrascht worden von der Gegenwart Jesu Christi, des Auferstandenen. Gott liebt Überraschungen. Er liebt es, uns zu begegnen, uns zu überraschen. Er hat auch für dich eine wunderbare Überraschung. So segne dich für diesen Tag und für das, was Gott dir zeigen möchte, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.